Brüder und Schwestern, die Erzählung von den Emmaus-Jüngern ist gut bekannt. Mich macht sie immer ein bisschen stutzig, weil es zeigt sich an ihnen, was auch meine Nachfolge ist und was die Erfahrung sehr vieler Christen auch in diesen Tagen ist. Sehr viele kommen jetzt zu Ostern, zu den Gottesdiensten, weil es eine besondere Zeit ist, weil Gott vielleicht sie auch in ihrem Herzen irgendwie dazu bewegt, auch wenn es nur durch die Schönheit der Liturgie manchmal geschieht oder durch eine Erinnerung an frühere Zeiten, wo man als Kind diese Gottesdienste besucht hat. Gott findet sich schon seine Wege. Aber auch die unter uns, die wirklich den Weg der Nachfolge zu gehen versuchen, sind sehr oft wie diese Jünger. Wir gehen unseren Weg mit Jesus. Wir versuchen es jeden Tag aufs Neue. Und trotzdem kommt mir das manchmal so vor, als ob ich wirklich blind wäre, weil ich nicht erkennen kann, wo Jesus an meiner Seite steht, wo er mit mir in meinem Leben geht. Und diese Haltung macht manchmal auch traurig, wie diese Jünger traurig geworden sind, obwohl Jesus bei ihnen war und mit ihnen diesen Weg ging. Sie erkannten ihn nicht und er machte sie traurig, weil sie noch von den letzten Tagen irgendwie mitgenommen sind. Ja, sie haben zwar gehört, Jesus sei auferstanden, aber so richtig glauben konnten sie das nicht. Also in der Überzeugung, dass er gestorben ist, sind sie unterwegs. Und da kommt noch einer, der so tut, als ob nichts gewesen wäre. Und das macht sie traurig. Und diese Traurigkeit in der Nachfolge ist etwas, glaube ich, sehr oft anzutreffen. Nicht nur bei mir, aber auch bei anderen. Weil, obwohl Gott an meiner Seite ist, kann ich an seine Freude nicht teilhaben, aus vielen Gründen. Es geht nicht nur darum, dass man manchmal durch Sünde in Verschiedenes verstrickt ist und das den Blick für das Wesentliche versperrt, sondern vielmehr darum, dass wir uns mit Dingen beschäftigen, die mit Gott nicht wirklich was zu tun haben. Es sind auch wichtige Dinge sehr oft, aber das ist dann so, diese Nachfolge, wie dieser Gang, dieser Jünger nach Emmaus. Und Jesus geht auf ihre Traurigkeit ein. Er geht mit ihnen diesen Weg weiter und erzählt ihnen noch einmal, was in Jerusalem geschehen ist. Und da kommen sie am Abend irgendwo an und immer noch wissen sie nicht, wer mit ihnen unterwegs ist. Und das ist eine Erfahrung, die ich auch in den letzten Monaten, Jahren immer wieder mache, dass Gott mir so vieles schenkt, was mir irgendwann später erst bewusst wird und wo ich ganz genau weiß, ich habe das Ganze nicht verdient, die Liebe der Menschen, die mit mir den Lebensweg teilen und sehr viele andere Dinge, die er mir schenkt. Und irgendwann an einem Punkt ist man so wie dieser Jünger am Abend, wo sie mit Jesus an einem Tisch setzen, er bricht das Brot für sie und dann erkennen sie es. Bei mir ist es auch so, manchmal gibt es solche Momente, wo ich es erkenne, was mir Gott wirklich schenkt. Und das ist manchmal auch so überwältigend, dass ja, man, also ich bin da ein bisschen verdattert, ich weiß nicht, was ich damit anfangen soll. Es ist nur Dankbarkeit in einem. Ich glaube, bei diesen Jüngern, die nach Emmaus unterwegs waren, gab es ein Ähnliches. Dass sie auch diesen Weg mit ihm gegangen sind. Nur, nicht nur diese Zeit vor seinem Leiden und Sterben in Jerusalem, vor seiner Auferstehung, aber die Zeit danach waren sie auch mit ihm unterwegs. Sie wussten ganz genau, was die Propheten über ihn schrieben, was Jesus auch ihnen erklärt hat, vor seinem Tod. Und trotzdem kann man manches
aus dieser frohen Botschaft nicht wirklich glauben, nicht daran teilhaben, weil wir uns selber den Blick für ihn, für seine Güte, für seine Liebe zu uns versperren. Und Jesus kommt heute in die Traurigkeiten unseres Lebens, die diese Begegnung mit Gott verhindern, und möchte uns sagen: Ich bin bei euch im Brechen des Brotes, in der Gemeinschaft, die ich unter euch stifte. Und wenn man ihn erkennt an den Zeichen, die er uns schenkt, ob es Eucharistie ist, Gemeinschaft oder irgendeine andere Gnade, die er uns schenkt, wird es dann auch so sein, wie bei den Jüngern es gewesen ist. Jesus geht dann weg, er verschwindet irgendwo. Sie merken es gar nicht wirklich, wie das geschieht. Aber in ihnen ist dann die Freude, die Gott gestiftet hat. Und sie gehen wieder zurück nach Jerusalem, erzählen, was sie erlebt haben, den Aposteln, und leben aus dem Glauben. Und dann geschehen Wunder, von denen wir in der Apostelgeschichte gehört haben und von denen wir auch heutzutage wissen: Wo Jesus die Mitte des Lebens von Menschen ist, da geschehen Wunder. Ihr braucht euch nur verschiedene Bewegungen anzuschauen, die sich ausbreiten in der Welt, zum Beispiel die 24-7-Bewegung. Menschen, die einfach beten wollen, die sind alle christliche Denominationen, Katholiken sind nicht viele dabei, aber Menschen, die einfach das Bedürfnis haben, etwas in der Welt zu ändern. Sie fangen an zu beten und Gott ändert vieles, weil sie ihn in die Mitte stellen, weil sie ihn am Brot brechen, in ihrem Leben erkennen, was es auch sein mag. Nicht alle diese Christen kennen die Eucharistie, nicht alle wissen, was das ist, aber in ihrem Leben ist Gott auch gegenwärtig. Vielleicht ist es gut, sich heute an solchen Menschen auch Beispiel zu nehmen, denen auch an vielem fehlt, an Erkenntnis und so weiter, aber die versuchen, ihren Weg mit ihm zu finden, den Blick für ihn zu haben.